Schlag den Star enttäuscht. DSDS und der Kommissar und das Meer siegen souverän. Da hat sich ProSieben sicher deutlich bessere Zuschauerzahlen und Marktanteile gewünscht. Das Duell zwischen Stefan Kritzschmar und Tim Bensko lockte nur 1,02 Millionen 14- bis 49-Jährige an, 11,7%. Damit verlor ProSieben klar gegen RTL und sogar noch gegen die ARD-Show Klein gegen Groß. Im Gesamtpublikum gewann die Tagesschau den Tag und der Kommissar und das Meer die Primetime. Punkt von Jens Schröder. Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Samstag wissen müssen. Doppelpunkt 1. Schlag den Star holt zweitschwächste Quoten der Eltern. Er nur 1,02 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen also die insgesamt 35. Schlag den Star Show. Der Marktanteil von 11,7% liegt zwar noch über dem aktuellen ProSieben 12-Monats-Durchschnitt von 10,3%, ist aber einer der geringsten der Schlag den Star-Historie. Als Elton die Show im Jahr 2016 übernahm, sahen die erste Ausgabe noch 1,47 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil lag bei 18,2%. Danach gab es 13,7%, 14,3%, 10,7%, 16,7%, 15,3% und nun 11,7%. Die schwankenden Zahlen zeigen, wie sehr die Show davon abhängig ist, Kandidaten aufzubieten, auf die das Publikum Lust hat. Auf Kritzschmar und Bensko hatte es spürbar wenig Lust. Insgesamt sahen am Samstagabend 1,65 Millionen zu, 6,4%. Punkt 2. Der Kommissar und das Meer gewinnt die Primetime. Vor 20.15 Uhr liegt aber das erste vor. Insgesamt gewann um 20.15 Uhr der ZDF-Krimi Der Kommissar und das Meer den Quotenkampf. 6,24 Millionen Leute schalteten in 90 Minuten ein, stolzen 19,2%. Damit gewann der Film auch deutlich gegen die ARD-Show Klein gegen Groß, das unglaubliche Duell, die mit 5,04 Millionen Sehern und 16,8% aber auch überzeugte. RTL ist Deutschland sucht den Superstar landete mit 3,84 Millionen und 12,1% auf dem etwas blassen Vorwochenniveau. Vor 20.15 Uhr hatte aber das erste die Nase vorn. Die 20 Uhr Tagesschau gewann den Samstag mit 7,28 Millionen Sehern und 24,1%. Die Bundesliga-Sportschau kam vorher schon auf erneut grandiose 6,30 Millionen Fans und 24,4%. Am Nachmittag erzielte das erste mit der Herrenstaffel der Biathlon-WM und 5,45 Millionen Zuschauern sogar einen Marktanteil von 32,5%. Punkt 3. DSDS gewinnt bei den 14- bis 49-Jährigen. Der klare Sieger in der jungen Zielgruppe hieß am Samstag erneut Deutschland sucht den Superstar. 2,02 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen die RTL-Show ab 20.15 Uhr 19,6%. Der stärkste direkte Primetime-Konkurrent war wie oben erwähnt nicht Schlag den Star, sondern Klein gegen Groß im Ersten. 1,15 Millionen 14- bis 49-Jährige reichten hier für tolle 11,7%. Zwischen die beiden Kontrahenten schoben sich in den Tagesarts noch Tagesschau, 1,61 Millionen 17,8%, Bundesliga-Sportschau, 1,44 Millionen 18,9%, und Takemi Out, das nach DSDS noch 1,20 Millionen, 13,6%, sahen. Punkt 4. Sat.1 holt mit den Turtles solide Quoten, Vox besiegt mit Falco Doku RTL und Kabel 1 7 Sender eigenen Mittelmaß landete am Samstagabend Sat.1, 850.000 14- bis 49-Jährige sahen dort den Age Mutanten Ninja Turtles, ein solider Marktanteil von 8,3%. Vox zeigte am Abend die 4-Stunden-Doku Er war Superstar, Falco. Eine Legende wird 60. Immerhin 580.000 junge Menschen sahen zu, ebenfalls solide 6,5%. Kabel 1 kam mit dreimal Hawaii Fever O unterdessen auf 480.000 bis 500.000 und 4,6% bis 5,0%. Bei RTL enttäuschte Game of Thrones erneut mit 340.000 bis 400.000 und 3,3% bis 4,6%. Punkt 5.
Fastnacht in Franken beschert dem BR nochmal Top-Quoten. Auch im WDR punktet der Karneval. Abseits der großen 8 Sender lief es am Samstagabend für das BR-Fernsehen am besten. 1,57 Millionen sahen ab 20.15 Uhr die Wiederholung von Fastnacht in Franken, das dem BR am Freitag Rekorde beschert hatte. Die erneuten 1,57 Millionen reichten noch einmal für grandiose 5,6%. Sender wie Vox, RTL und Kabel 1 landeten hinter dem BR, beinahe sogar Schlag den Star. Auch das WDR-Fernsehen punktete mit Karneval, hier sahen 1,21 Millionen, 3,7%, Jet Zoo lache, das Beste aus der Bütt.